Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy 7. Das letzte Mal ist unser Team hier in Cosmo Canyon angekommen mit der coolen Mucke im Hintergrund, die Heimatstadt von Red 13 oder Nanaki, wie er uns offenbart hat. Und ja, ich habe hier ein bisschen die Gegend erkundet und es gibt jetzt nur noch einen Weg, den wir lang gehen können. Und das letzte Mal hat mich die Frage umtrieben, was ich denn jetzt mit dem ganzen Geld mache, was ich nicht habe, weil es gibt hier einiges, was man an Waffen und Materia kaufen kann. Ich habe leider keine Knete. Ich habe mir dann die Waffen hier mal offscreen ein bisschen angeguckt. Da stand immer da, dass die ein Wachstum von Beenden haben. Hat sich rausgestellt, haben die gar nicht. Und ich habe, glaube ich, für den Cloud auf jeden Fall... habe ich die Schmetterlingsklinge gekauft? Nee, ich glaube... Das muss ich kurz überlegen. Doch, dem Cloud habe ich die Schmetterlingsklinge, glaube ich, gekauft. Und auch, ich überlege gerade, Kate Sith, nee, Yuffie und Red 13 habe ich, glaube ich, noch was gekauft. Dann war mein Geld leider schon alle und ich habe mich auch daran erinnert, dass ich in Costa del Sol auch mal was nicht gekauft habe, weil das Beenden da stand. Und ich glaube, ich werde da immer jetzt mal Testkäufe machen, um zu gucken, ob das wirklich stimmt mit dem Wachstum beenden. Und ja, auf jeden Fall konnte ich jetzt nicht mehr kaufen als 3 Ausrüstungsgegenstände, aber dann ist das erstmal so. Ich gehe jetzt davon aus, dass in nächster Zeit nochmal irgendwie es Möglichkeiten geben wird, um Geld zu verdienen. Da kaufe ich dann die Waffen für die anderen nach und kaufe mir auch noch 2 Unterstützungsmateria. Dann habe ich noch meine Substanzen, nee, Materia heißt es ja hier, mal noch alle mit Hast verbunden. Das wollte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und jetzt geht es hier nach oben zu Bugenhagen. Wenn ich nicht erstmal vorbeilaufen würde, um die Story voranzutreiben. So. Cloud. Das ist Bugen. Mein Großvater, ich dachte, er heißt Bugenhagen. Bugen. Hallo, Bugen. Er ist ein Phänomen. Er weiß alles. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ho, 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 ho. Ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Hör auf, Großvater. Ich bin 48. Okay. Ist die Zeitrechnung bei diesen Wesen scheinbar etwas anders? Ho, ho, ho. Nanakis Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem Menschen im Alter von 15 bis 16. Nur das passt ja dann ganz gut zu Yuffie. 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Großvater, ich wäre so gerne erwachsen. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki, du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Es wäre irgendwann dein Ende. Sich nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgar die Sterne stibitzen. Du kennst das, nicht wahr? Ein schlechtes Beispiel. Wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Kann der fliegen? Dafür hat er keine Beine. Naja, Phänomen trifft es dann wahrscheinlich ganz gut. Wenn die Welt erst im Sterben liegt, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Im Sterben liegt? Oh ja, das kann morgen sein oder in 100 Jahren, aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das? Ich kann den Planeten klagen hören. Oder hören wir es schon im Hintergrund? Na, ein bisschen spooky. Wie das? Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Das fand ich als Kind immer ein bisschen spooky. Was war das? Das war ein Aufschrei unserer Welt. Hast du es nicht gehört? Als wollte er sagen, es tut weh, ich leide. Sie sind unterwegs, um die Welt zu retten. Zeig ihnen doch mal dein Gerät.
Ja, zeig uns mal dein Gerät. Oho, die Welt zu retten? Andererseits kann es auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Wer sagt das? Bugenhagen! Und Kind, Bugenhagen! Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Es wimmelt plötzlich von ihnen. Ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Ach, das sind die komischen Gestalten. Okay, Bugenhagen ist schon ein interessanter Typ. Cloud, bitte ruf einen von ihnen herein. Einen? In Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. Ich geh erstmal kurz hier rein. Keine Sorge, meine Maschine läuft nicht weg. Geh und hol deine Freunde rein. Wo sind die? Gut. Es scheitert daran, genau. Ich dachte schon, dass ich die Treppe nicht runterkomme. Wo sind sie denn alle? Keine Ahnung, wo ich suchen soll. Nee, oben nicht. Ein Liesner hätte ich irgendwie Aerith dabei. Aber ich weiß nicht, wo die sein soll. Tifa habe ich ja auch noch nicht gesehen, oder? Ich habe doch bisher nur Barret und Kate Sith gesehen, die ich hier mit hergebracht habe. Hello Controller Meldung. Vielleicht sind die hier Aerith und Tifa ein Sauf. Tatsächlich. Gut. Ja. Ja, ich habe irgendwie Lust, Aerith und Tifa mitzunehmen. Meine Girls. Ich zeige euch mal die Planeten und die Sterne. Die Frage ist, haben Aerith und Tifa alkoholfrei getrunken? Oder haben sie sich richtig einen hintergekippt? Und sind jetzt total besoffen und kommen ins Planetarium oder was auch immer wir uns jetzt angucken werden. Pöbeln übers Drum und der Bugen muss die beiden dann rausschmeißen. Wir werden es sehen. Ich frage mich, ob Bugenhagen, ob das jetzt ein zusammengesetzter Name ist, ob der wirklich nur Bugen heißt. Behagen sein Zweitname ist. Ist mit Bindestrich. Egal. Unnötige Fragen. Hier, hierher. Die Tür ist offen. Kommt herein. Ach. Nee, die Tür hat er gesagt. Aber vielleicht gibt es noch was zu holen. Nope. Ja, okay. Ich wollte eigentlich gar nicht nach oben, aber gut. Aha. Stehen wir hier mal ganz oben. Schön. Gibt es eine Kiste? Nein. Dann geht's wieder nach unten. Ich glaube, du kannst gleich ganz nach unten laufen. Nee. Na? Ja. Oh, ich dachte schon, der klettert nochmal nach oben. Gut. Hello. So, zeig uns mal, wo es hingeht. Oh, Bugen. Oh ho, scheint so, als hättest du jetzt alle beisammen. Fangen wir also an. Ich stelle mich dorthin. Was ist er? Was hat er für eine grüne Kugel unten dran? Ist das ein Mensch? Oh, schön. Toll. Wie schön. Fast genau wie das echte Weltall. Recht anständig. Das ist mein Labor. Alle Bewegungen im Weltall sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Hey, eine Sternschnuppe. Wow. Frage ist, wie hat er das gemacht? Hat er so viel Knete, um das sich irgendwie hier zusammenzubasteln? Schön.
Richtig schön. Vor allem, wie groß der jetzt ist und warum steht er auf dem Kopf? Ui, wie schön. Ja, das hat was, nicht wahr? Also, kommen wir zur Sache. Früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Der Körper verwest und wird wieder Teil der Welt. So viel ist allgemein bekannt. Aber was ist mit Bewusstsein, Herzen und Seele? Auch die Seele kehrt in den Planeten zurück. Und nicht nur die Seele eines Menschen, es ist bei allem, was auf der Welt lebt, ja, bei allen Lebewesen des Universums genauso. Die Geister, die wieder Teil der Welt werden, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom, das ist, anders ausgedrückt, der Weg, den die Energie der auf dem Planeten umherwandernden Seelen beschreibt. Geistige Energie, ein Begriff, den ihr euch gut einprägen müsst. Neues Leben, Kinder werden mit geistiger Energie ausgestattet und zur Welt gebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben. Sie kehren dann wieder zum Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Aber ich schweife ab. Ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Die Tiefe ist auf jeden Fall sehr still. Geistige Energie ermöglicht das Leben überhaupt. Bäume, Vögel und Menschen. Muss ich das wegdrücken oder? Ja, macht's automatisch. Aber nicht nur die Existenz von Lebewesen. Auch das Dasein von Planeten beruht auf geistiger Energie. Was passiert, wenn diese geistige Energie verschwindet? Tja. Sieht eher schlecht aus. Puff. Das sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens. Sehr ernüchternd. Wenn die geistige Energie verloren geht, wird unser Planet zerstört. Geistige Energie ist wirksam, weil sie in der Natur vorhanden ist. Wenn die geistige Energie gewaltsam extrahiert und industriell verarbeitet wird, kann sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Shinra, hast du geschnallt? Ha? Shinra, habt ihr gemerkt? Habt ihr scheinbar das Seminar nie belegt. Du meinst damit die Makroenergie, nicht wahr? Tag für Tag saugen die Makroreaktoren geistige Energie ein, sodass sich deren Menge verringert. Die geistige Energie wird in den Reaktoren komprimiert und zu Makroenergie verarbeitet. Dadurch werden sämtliche Lebewesen ausgepresst und um ihre Lebensfähigkeit gebracht. Das heißt also, dass durch die Makroenergie letztendlich der Planet zugrunde gerichtet wird. Tifa hat einfach mal gar nichts gesagt. Krass. War so sprachlos. Ja, also nach wie vor Shinra böse, böse. Die Geschichte der Planeten und derer, die mit ihnen lebten. Willst du mehr erfahren? Dann musst du den Worten der Alten lauschen. Der Alten meinst du die Cetra? Nanaki? Sein Vater soll ein Feigling gewesen sein? Das ist es also. Nanaki hat es die ganze Zeit vermutet. Noch was anderes? Nee. Ja, dann suchen wir mal unser Team.
gucken, wo die sich aufhalten. Und wo es dann letztendlich auch weitergeht. Müssen wir ja auch noch rausfinden. Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten zum Lagerfeuer. Vielleicht ist das eine gute Sammelstelle. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, da sehe ich schon Cage Sith. Schöne Atmosphäre. Red mal mit Yuffie. Hier ist es genauso langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will woanders hin. Komm, wir suchen etwas Materia. Nein, Yuffie. Ganz zu vergessen. Wie viele Jahre ist das her? Mein Gott, das weckt Erinnerung. Warst du schon mal? Okay, ich glaube, die sagen immer das Gleiche. Nee, ich wollte eigentlich mit Aerith reden. Okay, muss ich einfach dazwischen setzen? Ich habe viel gelernt. Die Alten brachten mir viel bei. Über die Cetra und das verheißene Land. Ich bin allein. Jetzt bin ich ganz allein. Nö, du hast doch uns. Aber ich bin... Ach Quatsch. Aber ich bin... Wir sind für dich da, okay? Ich weiß. Ich weiß, aber... Ich bin der einzige Cetra. Die einzige Cetra. Heißt das, wir können dir nicht helfen? Naja, irgendwie sind wir schon ja zusammen, aber sie ist eben die einzige Verbliebene ihres Volkes mit speziellen Fähigkeiten. Das wäre für sie wahrscheinlich schon schön, wenn sie da Verbündete hätte. Okay, Red schweigt, denkt bestimmt an seinen Baba. Tifa, was hast du zu sagen? Cloud, Freudenfeuer sind eine komische Sache, nicht wahr? Sie erinnern dich an alles Mögliche. Weißt du, Cloud, vor 5 Jahren? Ach, nichts. Nee, vergiss es. Ich trau mich nicht zu fragen. Was ist los? Mir scheint, als ob du ganz weit weg gehst. Du bist wirklich, wirklich du selbst, oder? Irgendwas beschäftigt die Tifa seit Kalm, das merkt man auf jeden Fall. Cosmo Canyon. Hier wurde Avalanche geboren. Ich versprach meinen Leuten, dass wir irgendwann, wenn wir den Planeten vor Shinra gerettet haben, nach Cosmo Canyon gehen und feiern. Bix, Wedge, Jesse. Jetzt sind alle tot. Für den Planeten gestorben. Wirklich? Um den Planeten zu retten? Wir alle. Wir hassen Shinra. Habe ich eigentlich das Recht, einfach weiterzuleben? Werden sie mir hier vergeben? Ja, das haben sie dir bestimmt schon. Wo immer sie sind, die haben dir vergeben, Barrett. Jetzt im Moment weiß ich es wirklich nicht. Aber eins weiß ich. Wenn ich etwas tun kann, um den Planeten zu retten, oder die Leute, die darauf leben, dann werde ich es tun. Und das ist das Einzige, was du tun kannst, um die Toten zu ehren. Ansonsten war alles vergebens. Es ist mir egal, ob ich es für Gerechtigkeit, aus Rache oder warum auch immer tue. Es ist egal. Das sollen die selbst entscheiden. Ah, ich mach's. Wieder. Avalanche ist wiedergeboren. Yeah, Barrett, go, Barrett. Finde ich super. War echt so ein bisschen am Zweifeln und Avalanche gab es ja gar nicht mehr so direkt. So. Ich würde sagen, ich gehe mal weg vom Feuer. Ich weiß jetzt gar nicht. Muss ich jetzt vielleicht nochmal mit Red reden, weil der hat nichts gesagt. Ja, jetzt. Vor langer Zeit. Ich war noch ganz klein. Wir standen alle um diese Flamme herum. Ach, vergiss es. Was ist passiert? Das Coole ist, dass Cloud sich mittlerweile auch wirklich interessiert für die Leute. Also man hat gar nicht mehr so viele Antwortmöglichkeiten, sondern er sagt es automatisch. Merkt man auch eine Entwicklung bei ihm, dass er auch sich für seine Teamkameraden interessiert. Es geht um meine Eltern.
Wenn ich von meiner Mutter spreche, bin ich voller Stolz und Freude. Und das ist okay. Aber wenn ich an meinen Vater denke, bin ich voller Zorn. Du kannst deinem Vater einfach nicht vergeben. Natürlich. Er ließ meine Mutter tot liegen. Als die Gi angriffen, rannte er weg. Weg von meiner Mutter und den Bewohnern des Canyon. Komm, Nanaki. Hier gibt es etwas, das du sehen solltest. Es könnte gefährlich werden. Cloud, willst du und deine Begleiter mit uns kommen? So, Red muss auf jeden Fall. Und ich hatte ja geplant, dass wir die Yuffie einfach mal mitnehmen. Barret hängt zwar immer noch ein bisschen hinterher, nee, Quatsch, die Tifa und die Aerith. Aber ich finde, es ist mal jetzt Yuffie-Time. Zumal ich auch die Ausrüstung für die beiden gekauft habe. Silberspange, genau, perfekt. Ha. Ich würde natürlich gerne die Reife noch austauschen. Die kriegt jetzt mal das Windrad. Aber ich könnte jetzt mal fix noch schnell mal Kate ansprechen. Und dem den Reifen abnehmen. Sehr cool, wenn man die Ausrüstung auch von Weitem so wegnehmen könnte. Genau, das Silberarmband soll weg. Tauscht dann mit dem Bladin-Reif. Und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal. Ich frage mich, was er Red zeigen will. Hat die Aerith gerade gesagt, das machen wir auch mit dem Barret nochmal, weil der hat, glaube ich, auch einen Silberreif. Silberarmband? Nee. Genau, dann kann ich mich jetzt eben. So, super. Und jetzt tun wir die Yuffie noch reinholen. Ich frage mich, was er ihm zeigen will. Vielleicht gibt es hier Materia, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. So, dann gucken wir mal bei Yuffie. Genau, der Carbon-Reif hat nämlich weniger. Die kriegt jetzt mal ein Standard-Amulett. So. Und dann würde ich nämlich jetzt mal tauschen. Barret gibt mal ab an Red. Und Yuffie tauscht mit Kate Sith. Und dann haben wir auch noch ein paar Lücken zu füllen. So, wir haben hier noch einmal Ifrit. Der hat wieder Bedingung Zeit und Gift. Ich tue mal schnell der Yuffie erstmal noch Ramu geben. Die hat ja jetzt so ein bisschen Heilzeug und Erde. Da kriegt der Red mal noch Hitze. Die Yuffie, wir hatten ja gesagt, Manipulation wäre nicht schlecht. So. Dann, liebe Leutchen, es war schön mit euch. Wir folgen jetzt mal dem Bogen. Backe, backe, Bogen. Gehen wir erstmal speichern. So, ich bin jetzt bei 24 Minuten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 20 Minuten nochmal ein Speicherpunkt kommt? Bin ich etwas überfragt? Schon mal im anderen Part gesagt habe, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass meine Parts nicht zu lang werden, weil dann mein Schneideprogramm manchmal Schwierigkeiten hat damit, warum auch immer. Beziehungsweise ich muss das dann manchmal konvertieren und dann sind die Dateien so riesengroß und da hat mein Mac immer ein bisschen Schwierigkeiten. Obwohl ich jetzt auch gelernt habe, man kann es auch einfach auf eine externe Festplatte konvertieren. Sind wir soweit? Ja. Sollen wir gehen? Hab ich doch gesagt, ja. Na, wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Also herein, herein. Hey, kommst du nicht mit uns, Opa? Wie bitte? Bist du verrückt? Da drin ist gefährlich. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Du willst, dass ich alter Mann als Erster gehen soll? Ich bin direkt hinter dir. Okay. Wir gehen einfach mal. Die Musik wird etwas leiser. Und je weiter wir nach unten kommen, desto leiser wird die Musik. Und gleich kommt bestimmt eine neue Dungeon-Musik. Gott sei Dank müssen wir das nur nach unten klettern und nicht nach oben. Oh, also an Seilen runter und hoch, das erinnert mich immer an Schulsport. So Kletterstangen und so ein Spaß. Boah, konnte ich so gar nicht. Ah, okay. Ich höre hier gerade kaum Musik. Das ist ein seltsam geformter Felsen. Aufbrechen. Cool. Kampf kommt raus. Oh, hübsch. Versuch mal wieder zu manipulieren. Spieß. Können wir mal Analyse machen. Nee, kann man nicht manipulieren. Gut zu wissen. Okay, Feuer knallt gut rein. Ich würde sagen, den Rest. 50 Uhr Hitze. Ach, deswegen hat's gut. Hm. Und ist schwach gegenüber Heiligkeit. Mohoho. Ja, aber wir teilen doch ganz gut Schaden aus. Geil, die Yuffie, die hat so richtig schön so ein Puste-Windrad. Erstmal heilen, dann gibt's Limit. Was man auch überlegen könnte, wenn ich jetzt merke, irgendwie der Dungeon dauert länger, als ich das möchte, könnte ich auch einfach nochmal wieder nach oben klettern und speichern und dann beim nächsten Mal einfach wieder im Dungeon starten. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Kann ich noch ein bisschen was rausschnippeln. Kälte, Level 2, Gewitter, Level 2, na, ist doch schön. Okay, also gab's jetzt nichts. Ich traue mich jetzt schon gar nicht mehr in diese Löcher reinzugehen. Oh, hübsch. Geölter Blitz machen wir mal auf die Giftkobra. Die versuchen wir dann auch nochmal zu analysieren. Okay, gut. Yuffie hat sie schon erledigt. Auch okay. Aber wir versuchen mal hinten den Schleicher zu manipulieren. Aha, die Giftkobras sind gegenüber Kälte empfindlich. Und der Cloud müsste dann bald mal geheilt werden. Wir könnten mal Eis zweimal machen, ha? Dann werden sie wahrscheinlich alle sterben. Aber hinten. Ah, Manipulation, ne? Hat es jetzt nicht funktioniert, weil es fehlgeschlagen hat oder geht es prinzipiell nicht? Doch. Täusche wieder weg. Das versuchen wir gleich nochmal. Das finde ich nicht in Ordnung. Mann, ich will das jetzt nochmal versuchen. Komm. Moment, jetzt müsste es gleich nochmal kommen. Dreifach Todesstrafe. Todesstrafe, bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, dass das ein Feindeskönnen ist. Tada! Ich habe mir mal was gemerkt. Soll ja einmal im Jahr vorkommen. Und heute, der 14. März ist der Tag. Claudi müssen wir erstmal heilen. Die Yuffie, ne? Egal. Sehr gut. War ich jetzt hier schon drin? Nee. Ei, seltsam geformter Felsen. Oh. Langweilig. Okay, oh, die machen wir mit, ne? Feuer, ne? Ifrit hatte. Der Red 13 hatte Ifrit, bin ich mir jetzt relativ sicher. Genau. Kloppt die mal weg. Ach, und ich wollte dann auch mal. Das mache ich mal im nächsten Kampf. Mal Hast auf alle ausprobieren, ob das funktioniert. Das
sind alle noch schneller und ich bin noch verwirrter im Kampf. Yay! Oh, fast 1000. Cool. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Schaden outgeputtet. So, Red ist auch auf 19, Luffy schon auf 20. Ach, und das Geld fließt. Da bin ich jetzt mal ganz optimistisch, dass wir uns dann schön die neuen Sachen gönnen können. Beziehungsweise, wenn ich nochmal zurückgehe, vielleicht sogar schon bei Beginn des nächsten Parts. Eis. Da können wir mit Shiva machen. Oder nee, der Cloud, der hatte doch hier... Och ja, haben wir nochmal Eis 2 auf alle. Also ich finde die Encounter Rate hier ganz schön hoch. In dem Dungeon. Aber Gott sei Dank sind die Gegner kein Problem für uns. Oh, Schutz ist auch gestiegen. Und ich glaube, wenn Cloud jetzt beschützt... Wir gehen erstmal kurz hier links rein. Ah, hat mal was gebracht. Wenn Cloud es beschützt, tut er weniger Schaden einstecken. Lass mich raten, Kampf. Wow. Das ist ganz cool. Schon wieder ihr... Feuer. Ach, ich wollte ja mal... Ach, wer hat denn das gehabt? Wahrscheinlich... Der Red 13 hat das bestimmt. Na, das machst du dann doch im nächsten Kampf. Und dann vergesse ich es bestimmt wieder. Dann mache ich es im nächsten Kampf und dann vergesse ich es wieder. Ja, aber ich glaube, das Teil können wir jetzt... Können wir jetzt auch so klein kriegen. Ach, das ist so süß mit diesem... Mit diesem Papier-Windmühlen-Puste-Ding. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt. Meine Güte. Windmühle? Nee. In. Nee. Komm ich jetzt nicht drauf. Ist ja auch wurscht. Schön, wie Yuffie sich freut, wenn wir gewonnen haben. Gut, also können wir jetzt hier raus. Oh, sag mal. Meine Güte. Oh, Red 13 hier. 666. Wuhuhu. Machen wir wieder mit Cloud. Ist so langweilig, um das gleiche zu machen, aber dafür geht's schneller. Wir sind in irgendeinem alten Final Fantasy, gab es mal ein Dungeon oder Räume, da kam auf jeden Schritt ein Kampf so anstrengend. Das fetzt ja irgendwie dann auf Dauer auch nicht. Gibt's hier was? Nö, aber hier ist irgendwie ein, ist das ein Schalter? Nee, scheinbar nicht. Dann... Ah, jetzt sagt Bugen was. Jeder hier ist ein Geist des Stammes der Gi, in einer bestimmten Schlacht getötet. Einer bestimmten Schlacht? Die rachsüchtigen Seelen der Gi sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Lebensstrom zurückkehren. Wir müssen noch weit gehen. Ja, das ist natürlich schade, dass die sich dann als Monster manifestiert haben. Ist das Lava? Auf jeden Fall ulkig aus. Okay, wir haben schon Ramo. Können wir mal. Ah, nee. Wir wollten doch mal mit Redma. Hast auf alle machen, zu gucken, ob das funzt. Und der Cloud macht mal Eis auf alle. Und haben wir jetzt Hast? Ich kann es, ich habe gar nicht. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Doch, schnell, tatsächlich. Sehr schön, das ist doch cool. Das ist doch richtig cool. Das ist natürlich echt wichtig, auch die Leute immer ein bisschen auszuwechseln, weil ansonsten tun die ja nie ihr Limit anwenden, was das ja schade ist. Dann steigert, also steigt das auch nicht. Aber ich bin dem echt ein Freund von, wenn jemand schon voraus ist, nehme ich die ungern ins Team, weil ich mir die anderen mit reinnehme, die einfach leveltechnisch hinterherhängen. Hinterherhinken.
So, mein Ziel ist jetzt, für diesen Part noch an diese eine blaue Materie heranzukommen, die im vorherigen Bildschirm oben links zu sehen war. Wenn ich das geschafft habe, würde ich, glaube ich, einfach wieder zurückgehen. Schokomork ist aufgestiegen. Hier muss ich jetzt aufpassen. Wie konnte ich denn langsam laufen? So, dass ich hier nicht wegrutsche, da erinnere ich mich nämlich noch dran. Oh, schon wieder ein Kampf. Oh. Kommen denn hier so oft Kämpfe? War das in anderen Dungeons genauso? Das Coole ist ja, dass wir wenigstens mittlerweile gute, starke Angriffe haben, um die wegzukloppen. Obwohl, so schnell geht's auch nicht. Aber muss eben auf die MP rum ein bisschen aufpassen. Haben die eigentlich das Krallen an? Sieht aus, als hätten die nochmal einen Mund am Fuß. Nee, aber das sind einfach nur Krallen. Bah. So, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal, dort unten links. Ah, endlich Genesung Level 2. Hier lang gehen. Kommen wir bei der Materie heraus. Super. Zusatzwirkung. So, da ist bestimmt eine großartige Beschreibung. Waffenrüstung mit Materiawirkung. Zusatzwirkung. Kann ich jetzt runter springen? Nö, lieber noch einen Kampf mitnehmen. Ah, da muss ich mal gucken, bis zum nächsten Mal, was Zusatzwirkung bedeutet. Die machen wir. Ah, ich hab gerade geguckt, wie das Vieh eigentlich heißt. Das ist ein... Ah doch, Schleicher. Doch, habe ich schon mal nachgeguckt. Sehr gut. Und dann machen wir uns jetzt mal auf und versuchen mal zum Speicherpunkt zurückzukommen, insofern das funktioniert, weil ich weiß es nämlich gar nicht, ob das Seil bis runter ging oder ob der dann irgendwann runtergesprungen ist. Das wäre natürlich richtig ätzend. Dann müsste ich, ja, dann muss ich ja ohne Speicherpunkt weitermachen und noch einen zweiten Part aufnehmen. Ich wollte nämlich eigentlich heute nur einen machen. Bringt meine Planung durcheinander. Aber wir gucken erstmal. In der Hoffnung. Was halt, Whip? Ach so. Hat nicht irgendjemand. Ich mach mal Schokomock in der Hoffnung, das reicht. Die Yuffie könnte jetzt mal heilen. Mit Heilung zweimal. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesehen. Was? Noch nicht irgendwo anders mal eine Rückblende oder wo auch immer mal gesehen. Da wurde man nur mit Blitz 3 gespoilert. Natürlich nicht geholfen. Schade. Lila, sehr schön. Aber der Cloud schafft es vielleicht mit einem Eis 2. Ich glaube, Halt und Whip haben sie einfach die... Ach, jetzt macht er Eis 2. Die Attacke nicht übersetzt. Aber gut, was bei der Übersetzung schiefgegangen ist, ist ja sowieso ganz, ganz eigenes Thema. Kann man wahrscheinlich Studienfächer füllen. Und alle auf Level 2 bei Red 13, sehr schön. So, wenn man nämlich ausrutscht in dieser Brühe, dann zieht sie nämlich mega HP, nein, HP ab. Das wollen wir nicht. Nach oben und bitte, 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 lass mich da zurückkommen. Also, wir sind doch ganz gut vorangekommen ohne Kämpfe. Mache ich jetzt meinen Kling... Quatsch. Ja, doch, komm, Klingstrahlmacher. Mache, mache. Sehr schön. Cloud ist Verlass. Ja, Yuffie, heul nie rum mit deinem Todesurteil. Es gibt Schlimmeres. Gut. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt theoretisch sogar Yuffie nochmal auswechseln. Mache ich nicht. Gott sei Dank komme ich wieder hoch. Gott sei Dank. Naja, dann begleitet mich noch schnell bis zum Speicherpunkt. Da muss ich hier nichts wegschnibbeln. Ist ja auch kein mega langer Weg. Und dann bin ich mal ganz optimistisch, dass wir im nächsten Teil dann den... Nein, Cloud hier lang. Den nächsten Teil schaffen. Und herausfinden, was denn der Bogen dem Red 13 zeigen möchte. Was ist los? Nee, anders. Was ist los? Du gehst wieder zurück? Ich warte hier, wenn du mich brauchst.
Ich kann die Tür nicht ewig aufhalten. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der sagt sowas wie, nein, du darfst nicht gehen. Ich gekotzt, ey. Wie viel? 7584. Da könnte ich vielleicht... wenn ich wollte, noch etwas Kleines verkaufen und mir ein HP Plus gönnen. Das entscheide ich bis zum nächsten Mal. So, ich glaube, dass ich jetzt den Spielstand Nummer 4 aktivieren muss. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was beim nächsten Mal in dieser wunderbaren Höhle weiterhin passiert, was wir erfahren werden. Ich bedanke mich wieder bei euch für euer Zuschauen, euer Zuhören und wir sehen uns bald im nächsten Part von Final Fantasy VII. Bis bald, euer Otherside.